Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstraße 19 bzw. Grendel 19 6410 und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Dienstag, 7. September 2021 und sind bei der Aufgabe 11a gewesen. Jetzt wollte ich noch kurz zu dieser Formel zurückkommen, und zwar warum wir in einem Würfel drin drei Pyramiden haben. Beziehungsweise warum der Rauminhalt von der Pyramide folgendermaßen berechnet wird. Also Grundfläche mal die Höhe geteilt durch 3. Und was ist Grundfläche? Das ist ja nichts anderes als Tiefe mal Breite. Ja. Also wir rechnen die Höhe mal die Breite mal die Tiefe. Geteilt durch 3. Wieso das eben? Ja, das heisst, wieso wird der Würfel und der Quadrat in 3 geteilt? Das ist unsere Frage. Ich versuche es kurz grafisch darzustellen. Also, wir können in dem Würfel, ich zeichne hier mal 3 Würfel. Das besteht ja aus 3. Pyramiden, also wir versuchen das gerade einzuzeichnen. Wir haben eine Pyramide, die hat als Grundfläche die Seite dahinter. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja, also das ist da. Wenn wir das vielleicht... Ich kann das so zeichnen. Sieht das ungefähr so aus. Das ist unsere erste Zeichnung. Ja, das ist eine Pyramide. Die hat eine Grundfläche. Wie groß ist die Grundfläche? Also wenn wir hier sagen, die Höhe ist x, die Breite ist x und die Tiefe ist auch x, dann hat die hier die Grundfläche x im Quadrat. Außerdem ist hier die Höhe von dem Dreieck, die wird hier bemessen, ebenfalls x. Ja, das ist eigentlich die Breite. Dann haben wir gegenüberliegend von dem ich versuche da das miteinander zu verbinden. Also wir haben hier gerade gegenüber davon wieder eine Pyramide, die auch hier wieder eine Grundfläche hat von x Quadrat. Ja? Und zwar, also hier beim ersten Konstrukt besteht die Grundfläche aus der Höhe mal die Tiefe. Also das ist h mal t, die Grundfläche. Hier ist die Grundfläche x Quadrat, und zwar die Höhe mal auch die Tiefe. H mal t. Ja, hier. Ich versuche das so zu zeichnen, dass das. Ja, und jetzt da, das geht ja hier vorne durch. Wenn wir jetzt die zwei Konstrukte zusammenbringen, dann wird sich die Linie da, die Kante da, die diagonale Kante mit dieser diagonalen Kante da, die kommen zusammen. Ja, die sind deckungsgleich. Das ist wie wenn wir da oben... Ja, jetzt, was wir jetzt gemacht haben, ist,
Wir haben folgende Seite jetzt und eine folgende Pyramide schauen wir gerade an. Das heisst, die zwei Kanten, diagonale Kanten, die kommen zusammen und bilden oben ein Viereck. Ja. Und jetzt fehlt uns noch das letzte Stück und das hat bei dem ist Breite und Tiefe die Grundfläche. Das sieht dann so aus. Wir setzen hier oben an. Dann haben wir da folgende Zeichnung. Und dann haben wir die Zeichnung da. Das sieht dann so aus. Ungefähr. Ja, also die hat als Grundfläche auch wieder x Quadrat. Was ist das x Quadrat? Da ist es die Breite mal die Tiefe. Und wenn man die drei Pyramiden ein bisschen dreht, ja, dann merkt man, die haben alle drei genau die gleiche Form. Das heißt, drei Pyramiden mit der Form, wo wir hier eben einen rechten Winkel haben. Und zwar nur am einen Ort, also nur bei der einen Ecke. Ja. Wir haben ja unten dran das Quadrat. Ja. Und bei der einen Quadratecke, hier unten, da haben wir oben dran einen Punkt, wo senkrecht dazu steht. Alle anderen drei Eckpunkte vom Quadrat, die werden nachher mit dieser senkrechten Linie, die laufen hier oben zusammen und bilden hier sozusagen unsere Pyramide. Und wenn man so eine Form hat, drei davon, also dreisäurige Pyramiden, dann kann man die so zusammenbringen, dass eben ein Quader entstanden, also so ein Würfel. Und das ist eigentlich die Erklärung, warum wir von einem Quader, also also wenn wir jetzt von dem Quadrat oben den Rauminhalt berechnen, dann rechnen wir x mal x und x hoch 3. Wenn wir jetzt so eine Pyramide berechnen, müssen wir das einfach nur durch 3 teilen. Warum? Weil wir da dreisäurige Pyramiden haben. Und weil eben da die Höhe zum Beispiel da eben x ist, können wir das in x Quadrat mal Höhe unterteilen. Ja, also x Quadrat mal x, da aber das eine x da die Höhe ist, können wir das als h hinschreiben. Ja. Und hier vorne das x Quadrat, das schreiben wir dann jeweils als g hin, als Grundfläche. Ja. Und dann sehen wir schon, da. Ja, das ist die Höhe. H gleich x und unten haben wir die Grundfläche. Und weil wir eben
drei solche Konstrukte haben. Wenn wir hier vom Quader, vom Würfel, das Volumen, also der Rauminhalt, an drei Teilen. Ja, also wir sehen, das ist eigentlich nicht so kompliziert. Am besten ist, man hat wirklich die drei Formen vor sich. Die Sache ist, wenn man sie zusammenstellt, das bleibt nicht. Also die gehen dann auseinander, die drei Formen. Man muss sie wie zusammenhalten, ja, damit das... damit der Quader entsteht und so sichtbar ist, ja. Gut.